Ihr müsst euch nicht irgendeinen Guru anhängen. Ja, ich halte zu dem und einen Wimpel und einen Merch von dem kaufen. Und ich bin jetzt ein Zerdroscher-Vertreter und ich bin ein Pfitzenreuter-Vertreter und ich bin ein Markus Rühl-Vertreter. Nein, sowas gibt es gar nicht. Das heißt, das, was diese Gurus oft behaupten, alles bisher Dagewesene waren falsch. Ihr kennt diese Worte sicherlich irgendwoher. Und nur mein System funktioniert. Bei mir hat es funktioniert und bei allen euch da draußen auch. In der Flex stand drin, macht mal zwischendurch etwas mit 50 bis 100 Wiederholungen. Das ist nichts Neues. Wacht auf. Auch Pitforce gab es schon vorher. Weit vorher. Und auch ich, Gotti, hat es gemacht. Will ich damit sagen, wie genial ich bin? Ich hab's im 1x1 von Joe Weiders Buch damals schon. Und zwar in den 70ern. Zusammen, hier ist wieder euer Gotti und das in bester Laune. Heute geht es nämlich um ein, ja, so ein bisschen philosophisch angehauchtes Thema, das aber mal zum Nachdenken anregen soll. Und das ist ein Thema, das immer wieder vorkommt in den Videos auf meinem Kanal, in vor allem der persönlichen Intention in diesem Kanal generell, in meiner Grundphilosophie, nämlich euch die Augen zu öffnen. Und das muss auf verschiedene Weisen wahrscheinlich immer wieder erfolgen. Es geht darum, natürlich die große Fitnessindustrie, und damit meine ich hauptsächlich die Social-Media-Industrie, der neuen Fitness-Gurus auf YouTube, die schon seit 10 Jahren ihr Unwesen treiben, so ein bisschen zu entlarven und zu enttarnen. Ein paar der Videos hatten wir ja schon in der Reihe. Da ging es mir einmal um das Marketing, das ich gesehen habe bei einem Sjaard Roscher. Dazu habe ich ein Video gemacht und da gab es sogar 2 Folgevideos dazu. Und natürlich, wie es zu erwarten war, hat es sogar zu sehr zwiespältigen Meinungen dazu geführt. Es gab die Fans, die das absolut furchtbar fanden und ich habe ihn nicht verstanden und ich habe ja gar keine Ahnung und die zu ihm gehalten haben. Es gab auch Fans, die konstruktiver argumentiert haben und es gab diejenigen, die mir absolut recht gegeben haben. Manchmal welche, die Ahnung darunter haben und manchmal welche, die keine hatten. Grundsätzlich lasse ich gerne das Argument walten bei dem Marketing. Nun gut, da war es ein bisschen frustrierender. Und dann gab es natürlich auch noch mehr zu Sjaard Roscher später zu sagen. Das gleiche gilt für Carsten Pfitzenreuter. Er hat eine gewisse Anhängerschaft und ich muss sagen, als Trainer ist er super. Der Junge, der hat wirklich Ahnung und er ist auch schon weit rumgekommen. Das heißt, meine Kritik ging nie gegen Carsten Pfitzenreuter und der hat ja gar keine Ahnung, was mal wieder die Hater so sehen wollten, sondern es ging mehr oder weniger darum, mal sein Myokalypse-Training zu prüfen und meine Meinung dazu zu nennen. Hier und da gibt es dann auch kritische Kommentare, aber würde ich mit ihm, und das garantiere ich euch, an einem Tisch sitzen, würden wir lächelnd, und zwar als Experten, uns dazu austauschen und nicht irgendwie uns an die Haare bekommen. Komischerweise seine Fans denken das dann teilweise anders. Wie kann ich denn ihn nur beleidigen, was ich gar nicht getan habe? Nun ja, jetzt kommen wir mal zu grundsätzlichen Gedanken rund um Trainingsmethoden, die da draußen vorgeschlagen werden, von Gurus. Es geht also weniger um die Aufmachung der Gurus und warum ich den folge, sondern damit ihr mal so ein bisschen versteht, wie kommt es überhaupt dazu, dass verschiedene Repräsenter, Gurus, Trainer verschiedene Dinge vorstellen und es scheint immer so, als würden die Wahrheit gepachtet haben. Sie haben Argumente dafür und sie haben eine gewisse Anhängerschaft, die darauf schwören. Sie haben immer wieder quasi ihre Testimonials, die sagen, ob auf den Webseiten oder einfach nur unter den Kommentaren, boah, seitdem ich das mache, das ist super, das ist das einzig Wahre und so weiter. Es ist ganz logisch, dass das so entsteht und das werde ich euch gleich zeigen, warum das so ist und wie sowas ganz logisch entsteht und wie das passieren kann, dass das auch immer so wirkt, als wäre es alles berechtigt und so, dass ihr dann später denkend immer wieder, ja, auf wen soll ich denn jetzt hören? Der eine sagt das, der andere sagt das. Die Wahrheit ist oft genau dazwischen beziehungsweise mit beidem zusammen. Und das ist das, was ich öfters immer wieder betone, auch wenn ich kein Anhänger bin von der grundsätzlichen Philosophie eines Markus Rühl, so verkauft der keine Trainingssysteme oder sonst was, sondern sagt einfach, wie es ist. Verdammt nochmal, um es zusammenzufassen, geht ins Fitnessstudio, steigert eure Gewichte, nehmt Gewichte, trainiert, geht raus, fresst, schlaft, geht wieder zum Training und es wird was passieren. Und dann bleibt wachsam. Forscht, was für euch das Beste ist. Ihr müsst euch nicht irgendeinen Guru anhängen. Ja, ich halte zu dem und einen Wimpel und einen Merch von dem kaufen und ich bin jetzt ein Sjaard Roscher-Vertreter und ich bin ein Pfitzenreuter-Vertreter und ich bin ein Markus Rühl-Vertreter. Nein, sowas gibt es gar nicht. Denn das ist schon vorprogrammiert, dass manche von euch mit dem besser klarkommen und andere mit dem. Das ist ganz klar. Das heißt nicht, dass ein System besser ist und revolutionär ist. Das heißt, das, was diese Gurus oft behaupten, alles bisher Dagewesene waren falsch. Ihr kennt diese Worte sicherlich irgendwoher. Und nur mein System funktioniert. Bei mir hat es funktioniert und bei allen euch da draußen auch. Was passiert, wenn jemand so etwas behauptet?
Ja, kennt schon jemanden, auf den das zutrifft? Und diese Leute, die das behaupten und dann ein Trainingsbuch schreiben und diese Philosophie nach außen bringen und promovieren, was passiert mit denen? Es wird dann immer wieder Leute geben, die das machen, nachmachen und die auch Erfolg damit haben. Die, die keinen Erfolg haben, sind selten die, die dann einen Kommentar schreiben, oh, bei mir war es total scheiße. Probieren's aus, war es nicht, nehmen was anderes. Diejenigen, bei denen es aber plötzlich auch zu Erfolg führt, und das ist klar, dass das passiert da draußen. Ihr müsst mal vorstellen, von einer Verteilung, von einer Gesamtmasse, von, sagen wir mal, machen wir es überschaubar, 100 Leuten. Es ist die breite Masse, sagen wir mal, 60, 65 Leute trainieren nach einem bestimmten System, das es schon seit den 50er, 60er Jahren gibt und werden damit Erfolg haben. Die nehmen einfach Gewichte und die Muskeln reagieren mit Wachstum. Die steigern die Gewichte und das Wachstum steigert sich. Die machen eine bestimmte Anzahl von Wiederholungen und Trainingstagen und so weiter, machen das Herkömmliche, das was als Out gilt oder dergleichen. Aber die meisten Menschen da draußen, und ich würde sagen, es ist deutlich mehr als 60%, haben so Muskeln aufgebaut. Keine revolutionären Systeme und dergleichen. Dann gibt es 12%, die vielleicht auf vielen Wiederholungen reagieren. Nochmal 9%, die auf wenig Wiederholungen und hohe Gewichte reagieren. Nochmal 8%, die auf sauberes Training reagieren. Nochmal so und so viel Prozent, die auf abgefälschtes Training reagieren. Manche, die auf dreimal die Woche den Muskel trainieren, manche auf einmal die Woche. So, also all diese Verteilungen gibt es jetzt. Jetzt meldet sich so ein Guru zu Wort, bringt ein Video raus, sagt hier revolutionär und Leute probieren es aus. Dementsprechend viele Leute, so wie die Verteilung auch hier in dem Kreis war, kommen dann dazu. Das heißt, vielleicht 7 von 100 Leuten finden das ganz toll, was der gesagt hat. Und bei denen funktioniert genau das. Heißt das, dass es die Mehrheit ist? Nein. Jetzt kommen die 7 dazu, und zwar wöchentlich. Die nächsten 100 probieren es aus, nochmal 7 kommen dazu, haben wir schon 14. Wenn das Ganze passiert mit 10.000 Menschen, dann haben wir entsprechend viele Menschen, die sich dort jetzt sammeln. Wir haben also eine kleine Gruppe. Diese Gruppe sagt, es gibt nichts Besseres, nur das hat bei mir funktioniert, übertragen das grundsätzlich. Und wenn wir uns jetzt diesen Guru anschauen, was passiert dann? Dann sehen wir all diese Kommentare, all seine Follower, die all das Gleiche behaupten. Alle behaupten, sie wären aufgewacht und so weiter. Wir sehen ja nicht die ganze Gegengruppe, weil da gehen jetzt nicht die Bro-Science-Split-Trainierenden, was weiß ich alle rein. Die gehen nicht in so eine Gruppe, sondern in die Gruppe gehen diejenigen, die damit Erfolg hatten und die das Buch ganz toll finden und was auch immer. Und jetzt hat er seine Anhänger. Das heißt, wenn wir den irgendwo sehen und dahinter stehen 1000 Leute, oh, dann sind wir beeindruckt und denken, mein Gott, das scheint ja was zu haben. Was wir in der gleichen Zeit nicht sehen, ist, dass der nächste Guru auch 1000 Leute hinter sich hat. Da ist ein Ziad Roscher, der hat 1000 Leute hinter sich, dann kommt Carsten Pfützenreuther und hat 1117 Leute hinter sich. Und wenn wir dann nur nochmal die neuen, die ganz normalen Split-Trainierenden dazu zählen, dann kommt irgendwo eine Gruppe, die haben vielleicht 45.000 Leute hinter sich. Dexter Jackson kommt an und hat nochmal 10.000 Leute hinter sich. Markus Rühl kommt nochmal an und hat 100.000 Leute hinter sich. Die sehen wir aber nicht. Und das passiert jedes Mal. Angenommen, ich würde hier ein Trainingssystem erfinden, das Gotti Super Lifestyle-Trainingssystem. Nur das funktioniert und nur das bringt den Muskelaufbau. Und dann erzähle ich die traurige Geschichte, wie ich immer alles versucht habe und auch alle reingefallen bin, aber nur damit hatte ich den Erfolg und BOOM! Habe ich meinen Bizeps bekommen. Ich gebe dem Namen, ich gebe dem Stempel, ich schreibe vielleicht was dazu, ich mache viele Videos dazu, nenne es das Gotti Superflex-System und das ist vielleicht was ganz Exotisches. So etwas wie, ich trainiere im ersten Satz immer 100 Wiederholungen, im zweiten Satz trainiere ich etwas, wo nur eine Maximalwiederholung reinkommt, im dritten Satz gehe ich definitiv ans Fahrrad und werde 10 Minuten strampeln und im vierten Teil mache ich nochmal einen Auspowersatz vom Antagonisten. Klingt erstmal sehr exotisch und wild zusammengewürfelt. Da draußen, und das kann ich euch garantieren, wird einer von 100, der das macht, wird sagen, boah, ich bin so fit wie noch nie zuvor. Wenn es nicht so was ganz Bescheuertes ist, wie mach 5000 Wiederholungen oder sowas, sondern das, was ich gerade sagte, dann wird es einen geben, bei dem das entweder vielleicht auch nur für ein paar Wochen, für ein paar Monate, vielleicht aber auch für immer, zu einer absoluten Steigerung seiner Fitness und Muskelmasse führt. Den einen habe ich bekommen. Vielleicht ist es nicht mal so erfolgreich wie andere bei anderen Gurus, ich kriege keine 7 pro 100, nur einen. Aber wenn ich das jetzt weitermache und der erzählt es dann noch ein paar Leuten und die nächsten 100, da ist wieder einer drunter und dann wieder einer, dann habe ich irgendwann meine Gefolgschaft von 100 bis 1000 Leuten zusammen. Und dann ist das das Übersystem. So funktioniert das da draußen ständig. Nochmal ein kleiner Hinweis. Für alle da draußen, die so sehr zu einem Carsten Pfützenreuther halten oder zu einem Ziad Roscher oder zu sonst wen der Trainingssysteme macht, wagt es mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Schaut euch zum Beispiel im amerikanischen Raum die Fitness-Gurus an. Da gibt es zum Beispiel YouTuber wie der Mountain Dog.
Der Mountain Dog kommt zu ähnlichen Ergebnissen wie andere, wie zum Beispiel Cesc Ferrosi. Beide sind unabhängig voneinander trainierende Bodybuilder, die seit über 30 Jahren trainieren und andere Leute trainieren, als Trainer fungieren. Wenn jetzt jemand von euch behauptet, der zu einem Guru gehört, ja, die lügen alle nur. Die glauben nicht, dass die selbst so aufgebaut haben. Wir glauben nicht, dass die andere so aufgebaut haben. Und wenn, dann ging es mit dem anderen System von meinem Guru besser. Dann würde man eine ganze Menge, das ist schon fast eine Verschwörungstheorie, vermuten, was da ist, was man gar keine Beweise für hat. Diese Leute haben so viele Follower, diese Leute haben so viele Menschen trainiert, die Leute haben so viele Menschen erreicht und die haben eine ordentliche eigene Muskelmasse, dass das eigentlich Referenz genug sein sollte und nicht alles erlogen ist. Und dann sehen wir eine ganze Menge wie Mountain Dog, Cesc Ferrosi und noch andere, Markus Rühl und sonst was, die alle irgendwo das Gleiche erzählen. Vor allem, wenn das erfahrene Leute sind, die seit über 20, 30 Jahren trainieren, kommt es immer wieder aufs Gleiche raus. Die sagen immer wieder, macht den Muskel gut warm. Fangt nicht an mit 3 Wiederholungen oder so, aber geht auch so ein bisschen auf das Gewicht. Das gehört mit dazu. Aber macht das Training, verteilt das gut, macht Pump-Sätze rein, sorgt für einen guten Pump. Alle haben die gleichen Methoden, machen aber meistens kein Mountain Dog Super Flex Training daraus oder sonst irgendwas. Die verkaufen dieses Trainingssystem nicht. Sondern die sagen einfach nur, hey, das habe ich erfahren, so trainiere ich und so ist es erfolgreich und das war's. Wenn ihr euch das anguckt und mehr Videos davon anguckt, dann wacht ihr irgendwann aus dieser Blase aus und denkt nicht mehr, dass diese Gurus die Wahrheit gepachtet haben und was Revolutionäres gefunden haben, was diese Menschen, die seit 30 Jahren trainieren, sicherlich ausgenutzt hätten und die haben alles ausprobiert. Genauso wie ich. Ich habe so viel ausprobiert. Ich habe mal mit 100 Wiederholungen trainiert und das weit, bevor Carsten Pfützenreuther irgendetwas damit nach außen gebracht hat. Hey, das stand schon damals in Zeitungen drin. In der Flex stand drin, mach mal zwischendurch etwas mit 50 bis 100 Wiederholungen. Das ist nichts Neues, wacht auf. Oder selbst ein Pitforce-Training. Ja, das ist cool und ich mache es gerne und er hat es auf den Punkt gebracht. Und deswegen ist es auch keine Kritik an Carsten Pfützenreuther. Es ist mehr an diese blinden Fans da draußen. Auch Pitforce gab es schon vorher, weit vorher. Und auch ich, Gotti, hat es gemacht. Will ich damit sagen, wie genial ich bin? Nein. Ich habe schon rumexperimentiert und damals gab es schon sogar bei Berend Breitenstein in Büchern die Intensivtechnik Pausenwiederholungen. Man macht also eine kurze Pause, nur ein paar Sekunden und macht dann weiter und schiebt eine nach. Nichts anderes hat Carsten, weil der Junge, der kann nachdenken, kombiniert. Er hat nichts Neues erfunden. Er hat es in ein System gepackt und gut verpackt für die Leute da draußen. Das heißt, es ist absolut okay, wenn ihr euch das anhört. Es ist absolut okay, wenn ihr sagt, ich trainiere nach Carsten Pfützenreuthers Pitforce. Gar kein Problem damit, das mache ich auch. Aber diejenigen, die dann zu Hooligans da draußen werden und sagen, er hat die Wahrheit gepachtet, nur er macht das Richtige. Ihr habt alle nicht verstanden, wenn es bei euch nicht funktioniert und so weiter. Mein Gott, ihr habt den Schuss nicht gehört. Tut mir leid. Das gab es schon immer. Und das ist auch das, was überspitzt ein Markus Rühl immer wieder sagt. Leute, das gab es im 1x1 von Joe Weiders Buch damals schon. Und zwar in den 70ern. Da waren alle Sachen drin. Das wird alles nicht neu erfunden. Nun ja, das einmal zum generellen Gedankenanstoß. Wenn ihr solche Videos grundsätzlich gut findet, wo ich einfach nur ins Mikro labere und meinem philosophischen Geist freien Lauf lasse, lasst es mich wissen. Daumen nach oben. Sollte es ein Gegenvoting geben und ihr sagt, ne, das hat hier auf dem Fitnesskanal nichts zu versuchen, geh ins Fitnessstudio und mach was, Daumen nach unten. Ansonsten, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, ab und abonnieren. Und ansonsten, lasst mir eure Kommentare dann. Wie denkt ihr darüber? Welchen Gurus folgt ihr? Tue ich vielleicht irgendeinem Guru Unrecht? Möchtet ihr gerne einen Tipp haben? Oder wollt ihr mal eine spezielle Meinung von mir zu einem speziellen Thema hören, wo ich einfach wieder ins Mikro labere? Alles runter in die Kommentare, schreibt es mir und ich mache gerne ein Video dazu und lasst mich inspirieren. Das war's von mir. Euer Gotti, bis bald.